herzlich willkommen. Mein Name ist Kathi und ihr seid auf meinem Kanal Kathis Diamond Story. Schön, dass ihr mit am Start seid. Ich habe mir etwas bei Pichu Moon Art bestellt und das würde ich euch gern einmal zeigen. Es sind zwei Bilder. Ich habe eins für meine Freundin mitbestellt und eins für mich für die Weihnachtszeit und das Bild von meiner Freundin zeige ich euch einfach auch. Also, ich meine, da werde ich jetzt die Steinchen nicht auspacken. Ja, aber ja, das Bild zeige ich euch auf alle Fälle. Ja, kam alles super gut verpackt bei mir an. Wunderschön. Lieferung war völlig in Ordnung. Wie gesagt, sie hat es auch mir extra herstellen lassen, weil ich mit den AB-Steinen gern das Bild haben wollte. Und steht ja dann auf ihrer Webseite, dass die Lieferzeit da immer so ein bisschen variiert. Aber wenn man das ja weiß, ist das ja nicht schlimm. Schön in Seidenpapier eingepackt, ihr seht es. Ich stecke das Papier mal rüber, weil da mache ich nachher das Bild noch mal rein. Und ja, hier ist das erste Bild. Ich habe keinen Platz auf meinem Tisch. Ja, das packe ich jetzt gerade mal da drunter. Das ist die Klebelegende. Können wir uns aber auch gerne mal anschauen. Gegen einen kleinen Aufpreis. Ja, hier so eine schöne Klebelegende. Hier ist das Bild. Wir haben da 22 Farben, Zahlen, Buchstaben und Symbole. Das, was rot ist, sind die AB-Farben. Hier unten noch mal eine kleine Anleitung, wie es funktioniert. Und das kann man sich ja dann gerade zurechtschneiden und auf die Döschen kleben. Und diese Legende hier von dem Stickersheet ist auch noch mal hier mit dabei, bei den Steinchen, aber als Papierlegende. Ihr seht es, runde Steine. Lege ich mal gerade rüber. Und dann werfen wir hier mal einen ganz kurzen Blick drauf. Ich roll es gerade mal verkehrt rum, dann ist es schneller glatt. Wobei die Leinwände, muss ich sagen, sind einwandfrei. Wenn man denen ein bisschen Zeit gibt, legen die sich auch von selber glatt. Nur ich will es euch jetzt zeigen und deswegen machen wir es mal kurz. Hier seht ihr es. Das kleine Kätzchen mit dem Wollknäuel. Total goldig, finde ich. Ja. Sieht süß aus, gell? So. Das war das eine Bild. Mal gerade rüber. Ich roll's noch mal ein bisschen auf. Seht ihr? Und so kommt das jetzt einfach rüber. Und ich wickel das nachher noch mal in das Seidenpapier ein. So, und hier ist mein Bild. Ich lege es gerade mal umgekehrt hin, dann kann sich das ein bisschen noch entspannen. Die Leinwand ist schön, schön flauschig, aber nicht so stark, also wirklich angenehm, finde ich. Sehr schön. Hier ist mein Tütchen mit den Steinchen und der Papierlegende. Und ich bin diesmal auch hingegangen und habe mir eine Klebelegende gekauft. Ich habe 30 Farben an dem Bild. Ja, auch wieder mit AB, ihr seht es. Zahlen, Buchstaben und Symbole. Genau. So, dann schauen wir gerade mal. Ich habe mir auch ein kleines Kätzchen bestellt. Guck mal, wie goldig. Wie goldig ist der?
super süß, finde ich. Das ist, ich glaube, steht leider nicht drauf. Also es steht nur die Größe, die Bildnummer und, ne, die Steinform drauf. Das war aber, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich dachte, das hieß Grumpy Christmas. Also, das ist schwarze Grumpy Lichterketten Christmas Neko. Und es ist natürlich eine Artwork und zwar von Hideko Artwork. Also auch ein schönes lizenziertes Bild. Und wie gesagt, das ist 50 mal 50. Total goldig. Die Leinwände sind neu gemacht mit einem neuen Logo. Hier ist das Logo nochmal. Your beautiful art of diamond painting. Der Slogan. Sie ist wunderschön abgesteppt. Ist eine schöne, kräftige Leinwand, also schön. Lässt sich gut anfassen. Wie gesagt, hier links hatten wir die Bildnummer, die Diamantart und die Größe 50x50. Und hier rechts haben wir die süße Pichu und die Legende mit der Nummer, dem Painting-Symbol und der DMC-Nummer. Super schön. Schaut euch mal den Druck an. Toll. Klasse. Ich finde es hier gerade so bei so großen Flächen, bei dem P jetzt zum Beispiel, eigentlich super, weil da hat man so, seht ihr es, um das P ist nochmal so ein ganz kleiner Rand mit der Farbe, die zu painten ist. Schauen wir mal kurz. Genau, das ist so ein zarter Blauton. Und damit wird das gepainted. Und das ist immer so ein bisschen hinterlegt sozusagen. Also wie zum Beispiel hier bei der Zahl 6 oder bei dem X, bei der 5. Finde ich super. Ja, hier das Bild bietet auch wieder Abwechslung. Ihr habt Color Blocking, also wo ihr das Schiffchen, die Farbe im Schiffchen nicht so oft wechseln müsst, sondern ihr könnt mal eine Zeit lang am Stück painten. Und obwohl so ein klein bisschen Konfetti. Ja, Konfetti ist, wenn ihr das Schiffchen, die Steinchen da drin öfters wechseln müsst. Ja, aber wunderschön. Also mir hat der hier wirklich goldig gefallen. Er ist so in seiner Lichterkette leider etwas gefangen und schaut dann nach oben. Und hier ist auch Lichterkette mit einem Sternchen und Musiknoten fliegen. Total goldig, finde ich. Der hat mir für Weihnachten sehr gut gefallen. Es ist mal was anderes. Nicht so ein typisches Weihnachtsmotiv. Ja, dann haben wir hier unsere Steinchen. Da haben wir hier einmal nochmal die Papierlegende. Da steht auch nochmal alles drauf, wie auf unserer Stickerlegende. Seht ihr? Hier könnt ihr das Bildchen auch ausschneiden und für euer Journal nehmen zum Beispiel. Oder für euer Logbuch. Na? Ja. Die Symbole sind gut zu sehen. Also jetzt kein Symbol, wo ich mir denke, könnte man jetzt vertauschen.
die Symbole, Zahlen und Buchstaben. Passt. Wunderbar. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5 AB-Farben in dem Bild. Schauen wir mal. Ich hole mal die Farben raus. Unsere Steine. Die Tütchen kommt dahinter. Und dann würde ich sagen, schauen wir es uns einfach mal an. Heute ist das Licht nicht so gut. Ich muss leider die Deckenlampe anmachen. Aber wir könnten mal gucken, weil hier auf der anderen Seite ist mein Fenster. Schön. Die ist ja auch toll. Ein schönes, kräftiges Gelb. Ach, das ist auch eine schöne Farbe. Schön. Sehr schön. Ihr habt hier auf den Zippertütchen die DMC-Nummer stehen und die Grammzahl, damit das alles seine Richtigkeit hat. Schönes Olivgrün. Ihr seht, dass die Qualität der Steinchen ist so, was man so in den Tütchen jetzt sieht. Schön. Ich habe ja auch den Drachenhort von der lieben Pichu mir gekauft und da kann ich auch jetzt überhaupt nicht meckern. Das Video habe ich auch auf meinem Kanal hier veröffentlicht, wie ich ihn ausgepackt habe. Und das ist wirklich ein wunderschönes Bild geworden. Die 310 ist ein bisschen drin. Da könnten wir mal gucken, mit was die Katze am meisten gepaintet wird. Ein schöner Grauton. Hier ist unsere erste AB-Farbe. Zumindest glaube ich das. Jetzt ist mir eben sonst keine aufgefallen. Das ist auch ein schöner Ton. Das ist auch nochmal eine AB-Farbe. Ein schönes, zartes Gelb. Ein Rosé. Oh, ein Grünton. Hier mal ein Beige. Auch toll. Super schön. Die großen Tüten, die sind bestimmt Hintergrund und Katze. Seht ihr? Aber auch da, so was ich jetzt so sehe. Schöne Qualität der Steinchen. Das wird wahrscheinlich ein Tütchen von unserer Katze sein. Schauen wir mal. Die 5 haben wir in dem kleinen Kätzlein. Sehr viel und ein bisschen das Haar. Ja, aber überwiegend 5. Mal gucken. Da, die 18. Also der hier ist unser kleiner Kater. Und ihr seht es auch hier nochmal. Das ist auch immer ganz toll. Wir haben eigentlich für das Bild sollten 23,39 Gramm an Steinchen drin sein und wir haben 27,53 Gramm. Also ihr habt wirklich genug Steinchen. Auch, also sollte da mal wirklich Steinchen sein,
die nicht so sind, wie ihr euch die vorstellt, dann kann man die ruhig aussortieren, weil das reicht dicke, würde ich jetzt sagen. Ja. Und falls ihr doch mal so ein Tütchen erwischt, wo mehr aussortiert werden muss, ich glaube, da könnt ihr euch auch an den Shop wenden und Rücksprache halten. Also da denke ich mal, wird kein Problem sein. Ja, das waren unsere Steinchen. Wir hatten den Druck. Die Leinwand haben wir uns angeschaut. Das hier ist bestimmt Hintergrund mit dabei. Dann schauen wir uns jetzt mal noch gerade an, wo unsere AB-Steinchen hinkommen. Damit wir das ein bisschen sehen. Jetzt hier bei den kleinen oder bei den wenigen Farben sortiere ich meine Steinchen nicht mehr nach DMC-Nummer, sondern mache mir die jetzt einfach so in die Tüte wieder zurück und wir schauen uns unsere B-Steinchen an. Wir hatten 2, 4, 6, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Stoppt der doch nicht. Ist kein AB. Augen auf. 5. Unsere 5 AB-Steine. Schauen wir uns an. Tja, wie nehmen wir denn zuerst? Wir schauen mal hier auf der Legende die 500. Hier 554. Schaut euch das an, wie das funkelt. Das ist unser Und-Zeichen. So. Ich dachte ja eigentlich, dass das hier in unseren Lichterketten mit drin ist. Oh, ich sehe es jetzt gar nicht. Jetzt bin ich blind. Doch, ist das und. Ah, hier. Ah doch, an der Lichterkette. Also hier mal 2. Mit dem und hier an der Seite, an ihm auch. Also ganz dezent. Schön. Ups, Entschuldigung für den Wackel. Also hier haben wir das und hier unten. Also immer so ein bisschen am äußeren Rand der Lichter. Da weiß ich jetzt gar nicht. Doch, da. Da war er. Sehr schön eingesetzt. Nee, an den Ohren sehe ich jetzt nichts. Und ja, hier oben noch mal kurz. Schön. Also rosa, schön dezent eingesetzt. Ich glaube, das kommt auf dem Bild richtig gut zur Geltung. Dann haben wir hier die 958. Das ist unser Grünton. Und das ist die 3. Der ist auch einmal hier. Das ist dieses bisschen dunklere. Und hier an den Augen. Ach, wie toll. Stellt euch das mal vor. Bei so einer schönen schwarzen Katze. Da haben wir die 3er. Und dann so richtig leuchtende, funkelnde Augen drin. Ja, ich glaube, das sieht richtig gut nachher aus. Richtig toll. Schön. Dann haben wir die nächste, die 3047, das M. Ah, die habe ich sogar schon in der Hand. Die 3047.
das, also bei der gelben, einmal hier unten an der. Was sehe ich sonst? Nicht. Wir schauen mal zusammen noch kurz nochmal bei der Kamera durch. Hier ist das M. Dort. Da auch nochmal. Also unten an den Lichtern, an dem Gelb. Ach, da an der Seite ist auch nochmal. Also an der, der Schulterpartie der Katze. Da nicht mehr. Jetzt dachte ich vielleicht hier oben noch. Ja, einer. Da oben auch nochmal. Und der Stern ist doch total goldig. Aber da ist kein M drin. Entschuldigung. Da ist kein M drin. So, und dann haben wir die 3000. Müssten wir jetzt noch sein. Ja. Die 3607. Das K. Das ist hier dieser schöne rosa Ton. Das K hatte ich aber schon gesehen. Genau, das ist hier dieses bisschen kräftigere Pink auf dem Bild hinterlegt. Also einmal hier bei den Lichtern auch wieder. Also das finde ich wirklich wunderschön, dass die Lichter mit den AB-Steinchen ein bisschen zu tun haben. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Ha, auch im Öhrchen, in dem Süßen. Auch auf jeder Seite natürlich. Wie goldig. Und hier oben nochmal. Ja, das war unser Rosaton. Und dann kommen wir schon zu dem letzten. Der 3822. Das ist unser Pfeil. Dreieck. Geöffnetes Dreieck. Genau. Das ist auch einmal hier. Der ist jetzt ein bisschen mehr vertreten. Aber das finde ich gar nicht schlimm, weil das ja wirklich nur punktuell ist. Also das finde ich klasse. Oh, sogar oben. Oh, wie goldig. Wie hübsch. Also alles hier bei dem bisschen helleren Gelb ist dort mit vertreten, der AB-Stein. Und unser Stern. Total goldig. Also so süß mit den Farben. Das ist wirklich, das ist schön eingesetzt. Das ist echt toll. Ich meine, es sind ja auch nur ein paar Steinchen, aber ich finde, gerade so peppt es das Bild ein bisschen auf. Das sieht wunderschön aus. Ja, wie gesagt. Ganz klasse. Das Bild von meiner Freundin gefällt mir auch sehr gut. Muss mal gucken, ob ich mir das nochmal bestelle. Schauen wir mal. Erstmal er hier. Der Crumpy. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Der schwarze Crumpy Lichterketten. Christmas Neko. Ganz goldig. Ja, was sagt ihr dazu, zu dem Bild? Habt ihr schon eure weihnachtlichen Bildchen? Seid ihr da schon dran oder fangt ihr erst an? Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Würde mich natürlich freuen. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Würde mich auch riesig freuen und einen Kommentar. Und ihr könnt natürlich den Kanal kostenlos abonnieren, wenn ihr das mögt.
Und dann hören und sehen wir uns das nächste Mal. Vielen lieben Dank. Macht's gut. Bleibt gesund. Tschüss.